Und da ist sofort Platz für Adler. Und die erste dicke Chance, das Tor, das gibt's doch gar nicht. Und der schon wieder, Nils Petersen hat in jedem Spiel bislang getroffen. Und hier braucht er was, 15 Sekunden oder so. Haben wir Ihnen Offensivfußball versprochen oder nicht? Und für Schupp natürlich bitter. Matthias Zimmermann, der 18-Jährige, hätte den Ball einfach ins Seitenaus befördern sollen. Und das sind die Folgen aus Sicht des KSC. Und natürlich die Freuden aus Sicht der Cottbusser. Perfekt. Adlung auf Nils Petersen. Und da wage ich mal einen Tipp. Wenn keine Verletzung dazwischen kommt, spielt der garantiert nächstes Jahr in der ersten Liga. Frage nur, ob mit Cottbus oder ob er abgeworben wird. Das ist ein richtig, richtig guter. Nils Petersen. Afli. Und das gibt Ecke. Ganz knapp geht der Ball links an der Fahne vorbei nach der Klärungsaktion von Sebastian Lang. Übrigens die erste Auswärtsecke überhaupt in der Saison gegen die Karlsruher. Ganz kurios, da haben sie zum Auftakt in Fürth mit 1:4 verloren, hatten da aber nicht eine einzige Ecke zugelassen. Also das hat man auch so gut wie nie. Kruska und Traumtor Nummer 2. Und das war ja noch schöner. Marc-André Kruska. Was ist denn das für eine Chancenverwertung der Cottbusser? Und so viele davon macht er ja nicht. So viele macht er nicht. Es war sein drittes in der zweiten Liga. Und sein viertes, sein sechstes insgesamt in gut 130 Profispielen. Marc-André Kruska, bitteschön. Natürlich gab es auch hier einen Fehler. Aduobe klärte völlig falsch. Dem rutscht der Ball übers Schienbein, zentral nach vorne. Und das hat dicke, dicke Folgen. Kreischau, gerade erst eingewechselt. Der ist schlecht, der ist sogar sehr, sehr gut. Aber Torfabrik hin oder her. Wir grinsen uns auch eins. Der war natürlich nicht unhaltbar. Der ging ja mitten rein. Auch wenn diese Dinger schwer zu berechnen sind, den muss Christian nicht natürlich haben. Da kann er sich so lang stellen, da kann er auch beide Hände nehmen. Vor allen Dingen sollte er den Ball irgendwie rausbuxieren. Ja, das Ding flattert, schön und gut, aber wir haben es gesagt, so eine Situation musste herhalten. Und jetzt schauen Sie auf die Uhr. Heute ist hier wahrscheinlich wirklich alles möglich. Warum nicht auch noch eine Aufholjagd der Cottbusser? Karlsruhe hat ja auch gezeigt, wie es geht. Letzte Saison hatten wir zwei Partien, die 5:4 endeten. Union Berlin gegen Paderborn. Und dann noch eine mit Beteiligung der Spielvereinigung Greuther Fürth. Und früh zieht Fele Wollitz seine dritte Option. Er wird nochmal austauschen. Schau. Das ist mal ein Comeback nach Krankenstand. Er bringt seine Mannschaft wieder halbwegs ran. Cottbus ist im Geschäft und er darf es gleich nochmal probieren. Jetzt ist die Position eigentlich noch ein bisschen besser. Gelbe Karte für den gerade eingewechselten Engelhardt. Hier kommt er von hinten. Ja, kann man auch mit Gelb ahnen. Jules Reimerink wird kommen. Wartet Wollitz den Freistoß noch ab. Schiedsrichter hört den vierten offiziell nicht. Der will eigentlich den Wechsel vollziehen. Ja, so ist es auch. Marco Kurt geht raus. Der ehemalige holländische U21
Nationalspieler Jules Reimering mit der Nummer 34 nun mit dabei. Und Jai Shao, wie eben vor zwei Minuten beim Freistoß, lässt sich Christian nicht nochmal so überrumpeln. Der ging 2-3 Meter vorbei, aber wird wahrscheinlich wiederholt. Zu früh rausgelaufen von Zimmermann, gelbe Karte. Der KSC macht es sich aus seiner Sicht unnötig schwer. Schau noch einmal. Und jetzt kommt er aufs Tor. Nachschuss! 4-5! 4-5! Nils Petersen macht sein zweites! Und jetzt ist noch jede Menge Zeit auf der Uhr. Jetzt kann Cottbus das Ding ja sogar noch gewinnen. Warum nicht? Hier geht heute Abend aber mal alles. Und Christian Nicht sieht wieder schlecht aus. Der Keeper ein großer Faktor bei der Aufholjagd von Cottbus. Zum zweiten Mal ein Lapsus des Keepers des KSC. 9 Tore, 4-5. Natürlich haben wir im Hintergrund auch mit unserem Zweitliga-Statistikpapst Stefan Uhlmann gesprochen. Der hat uns gesagt, ein 5-5 gab es zum Beispiel in der gesamten Zweitliga-Geschichte noch nie. Und in 222 Heimspielen der Cottbusser im Profifußball, erste, zweite Liga. 5 Gegentore übrigens auch nur ein einziges Mal. Das war 2005 gegen Köln. 5 Tore der Karlsruhe. Ja, da gucken wir mal 12 Jahre zurück. 5-1 in Ulm 1998. Also, das ist ein unfassbarer Fußballabend hier. Und das Schönste, das Beste kommt vielleicht noch. Engelhardt. Da fehlte völlig die Ruhe. Jula. Petrov. Reimering. Der frische Mann. Sensationelle Aktion. Ein super Tor. Jules Reimering. Jetzt haben wir das für 5. Ich sag mal gar nichts. Genießen Sie die Zeitlupen dieses allerschönsten Tores von Zähnen. Jules Reimering. Drei Mann stehen lassen, dann noch den Abwehrspieler plus Torwart überlupft. Also besser kann es keiner machen. Und Wollitz, ja, das ist ein Spiel für ihn. Der rastet natürlich komplett aus, aber er ist nicht der Einzige. Man hat das Gefühl, wir sind in der PlayStation, oder? Das ist doch nicht wahr. Karlsruhe hatte 4 Tore in 14 Minuten erzielt. Cottbus brauchte für seine Treffer 3-5 ganze 6 Minuten. Freistoßsituation für den KSC hatten wir in der zweiten Hälfte überhaupt noch nicht. Marco Engelhardt bringt den Ball rein. Er bringt ihn aufs Tor und da fehlte nicht viel. Staffelt und das war ein klares Foul. Gibt aber immer noch, geht immer noch weiter. Was macht der Schiri? Er hatte dann doch gepfiffen, aber zu spät, das gibt's doch gar nicht. Also wenn er guckt, ob es Vorteil ist oder nicht. Hier ist ein Tor mit seiner ersten Berührung im deutschen Profifußball. Christopher Nguyen und es wird abgepfiffen. Und zwar mit zu viel Verzögerung. Entweder laufen lassen, bis die Aktion zu Ende ist.
So, das ist ein Foul, keine Frage. Es ist kein Abseits, darüber reden wir nicht. Und jetzt hat er gepfiffen, im Schuss. Ist das unglücklich von Florian Schneuer. Der wird sich natürlich am meisten drüber ärgern, neben den KSC-Anhängern. Das war nicht gut. Der Pfiff kam nicht sofort. Und er dachte, wie wahrscheinlich auch Torhüter Kirschbaum, na, der Winkel ist ja eh zu spitz. Nee, denkste. Hier passieren Dinge, die gibt es eigentlich gar nicht. Oder wenn, dann in 8 oder 10 Spielen insgesamt. Nicht in kompakten 90 Minuten. Wittroff. Zimmermann dazwischen. Der gerade mal 18-Jährige mit einer Riesenkondition. Tim, das macht er sensationell. Christian Tim, 1 gegen 1. Kirschbaum hält. Der KSC hat hinten raus sogar wieder die klar besseren Gelegenheiten.